So Leute, ich stehe hier mit dem Thomas. Servus. Hallo. Thomas. Hallo Miranda. Und wir melden uns hier live vom Swim Performance Camp oder beziehungsweise nicht live, weil es wird ja für euch aufgezeichnet. Aber wir sind gerade mittendrin in unserer letzten Trainingseinheit. Kurze Frage an dich. Hast du noch Energie? Ich habe noch Energie. Ich freue mich auf die Übung. Sehr schön. Wir stellen euch jetzt eine neue Technikübung vor. Und zwar kennen die Übung vielleicht schon einige von euch. Die heißt Kraul-Superman-Schwimmen oder auch Kraul-Rotation. Und zwar befinden wir uns jetzt einfach lang beim Kraulschwimmen in der Seitenlage mit dem unteren Arm nach vorne und dem anderen Arm am Oberschenkel. Bleiben ein paar Beinschläge in dieser Seitlage, machen dann einen Kraularmzug und rotieren auf die andere Seite rüber. Halten diese Position wieder in der Diagonalspannung, ist das Stichwort. Ein paar Armzüge und rotieren wieder über die andere Seite. Was machen wir damit? Gerade im Anfängerbereich oder um die Zuglänge zu verbessern, ist natürlich sehr gut, weil wir eben in dieser Länge lang liegen bleiben, können wir so mit dem Zug ganz vorne anfangen. Man muss mit dem Beinschlag arbeiten, um die Körperspannung, um die Wasserlage aufrecht zu erhalten. Man braucht eine gute Körperspannung, um diese Übung gut ausführen zu können. Und das Ganze versuchen wir jetzt einfach mal. Bin gespannt, freue mich auf die Übung. Genau, ihr schaut zu, schaut mal zu, wie der Thomas sich da anstellt. Aber ich denke, es kriegt er ganz gut hin. Es ist keine einfache Übung, man muss schon ein bisschen dafür arbeiten. Und wir schwimmen jetzt einfach mal nebeneinander her und schauen mal, wie das Ganze aussieht. Atmung immer zu jeder Seite. Und Beinschlag pausenlos. Richtig schön lang machen. Und los geht's. Okay, schön. Das reicht schon. Ja, ihr habt schon gesehen, du hast auf jeden Fall eine Schokoladenseite. Ja. Durchaus. Die war ein bisschen besser als die andere, aber hast dich eigentlich ganz gut angestellt. Ja. Dankeschön. Wie war es für dich, die Übung? War es anstrengend? Ja. Es ist schon eher anstrengend, diese Übung, aber ich denke, das hilft für die Körperspannung. Und würdest du jetzt die Technikübung auch mal so komplett 50 Meter durchhalten? Ja, ich würde sie wahrscheinlich üben, mal mit 25 Meter. Okay, das heißt, immer mal mit wenig Meter anfahren, kurze Pause, denn bei einer technischen Übung sollte wirklich die Qualität im Vordergrund stehen und danach kann man sich dann in der Meterzahl steigern, wie sich das Ganze eben für Anfänger gehört. Das war's schon wieder von uns. Jetzt geht's weiter mit der letzten Einheit. Thomas, ich bedanke mich bei dir. Danke. Fürs Mitmachen, hast super gemacht. Danke. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald aus dem nächsten zum Performance Camp. Euer Dominik. Ciao, ciao.